Pegou ihn auch just be watch as Ball, emotionaler Zweikampf. Mr. Futsal, the podcast. Mr. Futsal, the podcast. Mr. Futsal, el podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Enthusiasten, an den Podcast Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher, vorwiegend wöchentlicher, Futsal-Podcast 2x20 netto mit mir, eurem Futsal-Ökonomisten Daniel Weimer, an diesem Mikrofon und auf der anderen Seite euer Futsal-Philosoph, der Sebastian Rauch. Hey Sebastian. Hallo Daniel, hier zum mittlerweile stabil wöchentlichen Futsal-Podcast, ne? Muss man auch mal sagen. Sind jetzt ja echt regelmäßig wieder hier. Wir haben einen Lauf, eine Serie. Einen richtigen Lauf, die Serie soll weiter anhalten. Und ja, was gab's denn so? Wie geht's dir? Ja, gut. Und waren doch ein paar Highlights, auch ein bisschen teilweise außerhalb des Futsal-Regelbetriebs. Ich sage nur einmal Podcast Weil im Dorf, ich sage Baller League. Also da waren ein paar Themen, die wir echt besprechen können. Super schöne Sachen, denn die Bundesliga war ja dieses Wochenende, hat nur stattgefunden in Weil im Dorf gegen Fortuna Düsseldorf. Da gab es keinen Stream und kein Live-Ticker. Das heißt, aus meiner Sicht habe ich mir das auch nicht angeschaut. Zwar ist es mein Team, aber ich bleibe hart für alle. Ja, wenn fair. Das heißt, von mir kommt nichts zu dem Spiel. Aber hey, meine ganze Liste ist voll mit News. Das freut mich. Dann würde ich mich ebenfalls oder weiter darüber freuen, wenn du fortfährst. Okay, dann spule ich mal meine Liste durch. Beginnen wir oben. Chronologisch ist das, glaube ich, nicht. Ich immer, wie ich es schaffe, auf diese Liste was drauf zu packen über die Woche. Also auch Podcast 183, muss ich mal erwähnen, ist ja echt schon weit. Wir sind bald an der 200. Da müssen wir bei uns mal was überlegen. Oder mal die Zuhörer. Was wünscht ihr euch denn für die 200. Folge? Haben wir jetzt ein paar Wochen Vorlauf. Ja. Okay, erstens. Kam von Liria über Facebook, kam der Hinweis, oder anders, die Antwort auf unsere Frage, ob denn Filatov und Solotkin, die echt gute Kicker sind, denn vielleicht doch einen deutschen Pass haben. Und tatsächlich, Filatov und Solotkin sind Ukrainer, Reschepi ist deutsch. Genau, das war so die Frage, das haben sie uns geklärt. Vielen Dank für die Infos auf jeden Fall. Nichts für Marcel dabei, schade. Okay. Ja. Dann kam von Jena, Karl Zeiss Jena, über Insta nochmal, geil. Jetzt weiß ich gar nicht, was dieser Stichpunkt heißt. Was steht denn für ein Stichpunkt da? Ja, Jugendweiterbildung und Jugendmannschaften. Was hab ich da? Moment. Da, jetzt bin ich maximal verwirrt. Jetzt muss ich reinschauen. Jetzt mach ich mal hier schnell. Also, man sieht ja, wir sind live. Da ist nichts geschnitten. Genau. Gut, das war jetzt auch nicht so schwer. Merk dir die Stelle, damit du es rausschneidest. Ja, auch geil, weißt du, Jena, auch richtiger Schreibfehler in der Autokorrektur, das sollte Jens heißen, nicht Jena. Oh. Denn Jens hat, jetzt macht auch Sinn, Jens hatte sich gemeldet, vielen Dank. Und er hat sich mit einer Frage an uns gemeldet, die tatsächlich, glaube ich, sehr viele Trainer oder Interessierte draußen stellen. Nämlich erstens war die Frage, wo es denn welche Lizenz kann man, um sich weiter, nicht weiter, auch ausbilden zu lassen, um eine Trainerlizenz Futsal zu haben. Meine Antwort war dann, ja, es gibt einmal jährlich aktuell, wenn überhaupt, vom DFB die Futsal-B-Lizenz. Ja. Welche aber, und ich glaube, das ist weiterhin so, nur einem, ja, sehr engem Kreis überhaupt zur Verfügung gestellt wird, dieses Seminar. Ich weiß nicht, ob sich jetzt jemand wie Jens, der sich dort als Interessent meldet, reinrutscht oder braucht er doch eine Position in mindestens Regionalliga-Futsal? Ich weiß gar nicht. Hast du da mehr Infos? Also erstmal gibt es diese Futsal-B-Lizenz eigentlich noch jetzt, also im Angebot. Der zweite Durchgang ist ja leider abgesagt worden. Und mir ist nicht bekannt, dass da aktuell irgendwie ein neuer Kurs angeboten wird. Das erst als erster Punkt. Ne? Geschweige denn Verlängerung für diejenigen, die halt diese B-Lizenz haben. Muss auch kommen. Müssen auch in diesem Jahr verlängern. Und da fällt mir gerade ein, einfach, also ich kann dazu nichts sagen, weil ich weder Termine noch Zugangsvoraussetzungen in der Hinsicht irgendwie jetzt im Sinn habe. Es soll ja aber demnächst eine C-Lizenz-Futsal geben. Die wird auf Landesverbandsebene verteilt.
Zumindest war da letztes Jahr eine, ich sag mal, eine Qualifikationskonzeption, Stimmt, vereinfacht habe ich ganz gesagt. vergessen, richtig. Ja, da war mal Also was das kann man drauf. vielleicht mal erwähnen. Da sollte man sich bei den Landesverbänden informieren, wie weit die sind, weil die wird demnächst dann der Futsal B-Lizenz ja, vorgesetzt oder vorgelegt. Genau. Aber, und ein wichtiger Punkt, der mir gerade dabei in den Sinn kommt, wenn jetzt mal im Sommer mal hier und da wieder ein paar Trainerwechsel wären und so weiter, du hast, irgendwann ist dieses Feld der Futsal B-Lizenzinhaber auch sehr weit, sehr gelichtet. Also, das siehst du ja schon. Ist ja Einige nicht mehr spielen ja jeder schon aktiv, komplett. meinst du, im Futsal? Genau. Ja. Die fallen ja teilweise ja, es ist ja auch nur eine Handvoll gefühlt, ein paar Handvoll, die Leute, die dann in der Bundesliga diese B-Lizenz haben. Das wird schon ziemlich eng, da überhaupt noch Futsal B-Lizenzinhaber bald an den Spielerrennen, Rändern, am Spielfeldrand zu haben. Wenn mal ein paar Trainer irgendwie ja, aufhören würden oder sowas, weil, boah, also ich Boah, bin schon ja, gespannt, wild, was stimmt. da. Also halten wir fest, es gibt keine Termine, es gibt nichts. Also eigentlich für eine Basissache, dass wir weiter, ja, Weißt du, was eine liefern können. notwendige Konsequenz sein müsste eigentlich, dass man aus den Durchführungsbestimmungen der Bundesliga dieses mit der B-Lizenz rausnimmt, wenn man die nicht regelmäßig anbietet? Das wäre eigentlich für mich eine sinnige Diskussion darüber, ob die überhaupt noch Oh Sinn ja, macht, als also oder anders, du Voraussetzung. kannst sie halt nur einfordern, wenn du es auch anbietest. Genau, das ist das Ding. Das meine ich ja. Das ist der Diskussionspunkt, inwieweit das ja, angeboten werden muss oder schlussendlich aus den Voraussetzungen für die Bundesliga rausgenommen werden müsste. Ja, also für Jens leider die Nachricht, nichts für ihn erstmal. Ja, Außer, ich habe auch schade. geschrieben, es gibt ja die Weiterbildungsseminare C-Lizenz Inhaber Fußball, die Und wie hieß Futsal-Module, das, die du ja? ja auch gibst, aber das ist ja, erstens brauchst du die Fußball-Lizenz plus, ja, ist ja nur ein Modul. Also du bildest dich jetzt nicht Genau. vollständig zum Futsaltrainer aus dabei. Da werden Grundlagen vermittelt und es sind 20 Lerneinheiten. Das ist ja, doch, das ist ein Kurzlehrgang, wenn man so will. Dann hat sich Marvin gemeldet über Instagram und tolle News ist mir echt durchgerutscht. Ich glaube, dir und Christian auch. Es gibt nämlich eine neue Verbandsliga, Württemberg dieses Jahr, die gestartet ist, das muss ich mal schnell mal öffnen, die Liga, im Dezember sogar schon, 16.12. Und wir haben in dieser, die gab es früher schon mal, die Württemberg-Liga. Wir haben dort jetzt 5 Teams mit Futsal-Club Biberach, Croatia Stuttgart Futsal, FC Hechingen Futsal, TSV Weilendorf 2, also hier auch die zweite Mannschaft werde ich jetzt hier ausspielen und GSG Stuttgart. Geht, mal gucken, ist es eine volljährige Liga? Wie spielen die das? 21.12. Wie spielen die das denn hier aus? Runde 1. Okay, ist das wie so ein Pokal? Nee. Ich sehe jetzt hier gar nichts im DFB, ne? Ich sehe nur erster Spieltag. Da steht immer nur 16.12. bis 21.01. Aber es waren jetzt auch nicht alle Spiele. Es gab nur 3 Spiele. Okay, 4. Ach so, man spielt einmal gegen jeden. Ach, das Okay, war's. das war's dann. Ah, okay, also eine Winterliga. Winterfutsal. Winterliga, genau. Winterfutsalliga. Genau. Naja, okay. Zählt ja nicht für unsere offizielle Statistik, die wir immer wieder führen. Müssen wir bald aktualisieren, fällt mir ein. Und da zählt das ja nicht rein. Da sagen wir immer mindestens 3 Monate. Es muss 20 mal 20 netto sein und so weiter, damit wir da einen klaren Strich ziehen, wann wir was zählen. Aber hier ist ein Kandidat. Naja, vielleicht geht es ja nächstes Jahr mal da weiter. Genau, guter Start, haben wir schon mal gesagt, ne? Gibt gute Beispiele, die sich dann weiterentwickelt haben. Von daher, toi, toi, toi. Ja. Dann, ja, Kroatien ist auch dem nächsten. In der nächsten Info dabei. Jannis hat sich gemeldet und uns aus Hamburg gemeldet. Jannis meldet sich immer sehr viel aus Hamburg. Vielen Dank nochmal. Und er hat uns Croatia Hamburg. Jetzt hatten wir gerade Croatia Stuttgart Futsal. Es gibt jetzt auch Croatia Hamburg Futsal. Die habe ich heute angeschrieben. Ja, also ein bisschen die Backstory zu erfahren. Leider noch keine Antwort. Haben sich aber entsprechend der Insta-Bilder so im Oktober herum gegründet. Und trainieren erstmal jetzt lose anscheinend und wäre spannend gewesen, ob man sich dann auch im Spielbetrieb anmelden will. Neuer Verein, immer wieder gut. Ja, sehr cool. Also jedes Wachstum zählt, weil wir aktuell nicht mal mehr von Stagnation teilweise sprechen können. Dann haben wir der DFB-Insta-Kanal
hat etwas gemeldet, dass es jetzt einen Futsal-Newsletter gibt. Ich habe uns direkt angemeldet. Vorname Mister, Nachname Futsal und unsere E-Mail-Adresse. Und ich bin gespannt, was kommt. Ich finde es nicht schlecht, eine Art Kommunikation zu betreiben. Vielleicht erreicht man damit nicht mehr die ganz junge Generation U30, die da völlig auch so E-Mail raus ist und Newsletter. Ich will auch auf Arbeit völlig E-Mail-frei bitte sein. Das ist so ein bisschen meine Challenge jetzt auf Arbeit. Aber trotzdem, man muss ja noch die anderen abholen. Und dafür ist es, glaube ich, gar nichts verkehrt. Ja, cool. Futsal Newsletter. Schön. Alle anmelden. Ja, genau. Je mehr dann auch auf so einer Liste natürlich auftauchen, desto mehr interne Argumentation hat die Futsal-Sektion beim DFB gegenüber anderen Stakeholdern und Ansprechpartnern innerhalb des DFB. Hier, ihr seht ja, wenn einer mal fragt, wie viele Leute habt, wie viele Interessierte gibt es denn da? Ja, zumindest der Futsal-Newsletter hat 2000 Leute. Ja, ist ja immerhin auch mal eine Statistik, die man dann auch mal zusätzlich noch führen kann. Also ich glaube auch, meldet euch da alle an, je mehr, desto besser. Ja, mehr als die Petition für die Frauen, für das Frauennationalteam damals. Was ist aus der eigentlich geworden, aus der Mannschaft oder Frauenschaft? Ja, habe ich ja auch schon auf meiner Liste. Das hast du, glaube ich, auch so. Bei uns in die Gruppe reingebracht, die Thematik, ne? Ja, ich dachte, also kommen wir gleich drauf. Okay, alles cool. Nee, genau, das ist ja der nächste Punkt. Dann, ja, Frauennationalteams. Denn andere Verbände haben jetzt Frauenteams, also die machen eins durch den DFB als Strategie, einmal reziprok gerechnet. Und die schaffen die schaffen Frauen, Futsal, Nationalteams. Wer ist dabei? Wen hast du jetzt gefunden? Frankreich und Norwegen gründen Frauen-Nationalteams im Futsal. Und das erfreut die UEFA. Genau. Und findet man UEFA-Futsal, Instagram-Seite, glaube ich, war es. Genau. Und da kam mir der Gedanke, was ist eigentlich aus dieser Petition für das deutsche Frauen-Nationalteam oder überhaupt aus der DFB-Frauen-National, aus dem Nationalteam geworden? Also, das wurde ja einfach wegignoriert. Und ich ignoriere es gut, ja. Ja, ist doch einfach so. Da hat sich doch niemand mit beschäftigt beim DFB. Auch wenn sich da Marcel irgendwie mit einer Unterschrift mehr oder weniger beteiligt hat. Aber das war kein Thema dort. Also, genau. Das ist ein gutes Wort, was wir nachher mal im Folgentitel unterbekommen. Baller League wegignoriert. Dann hast du direkt auch hier Clickbait. Da kommen wir auch noch gleich drauf. Border League. Das ist ein Grottenkick, aber egal. Ja, aber also News mal gerne aus der Frauenfutsal-Sparte sozusagen. Was ist ja, was so der Stand? Wäre spannend, ja? Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Mhm. Ob es da irgendwas gibt, überhaupt welche Bewegung oder was auch immer. Irgendwie eine Idee. Mhm. Ja. Ja. Gut, was hast du noch so? Ah, ganz viel, da kommen noch richtig gute Themen. Aber erstmal ein trauriges Thema auch. Aus Ostwestfalen. Vielleicht gebe ich da an dich, du kanntest ja die Person, um die es hier geht, die leider verstorben ist. Ich kann es nur vom Namen. Ich weiß auf jeden Fall, seitdem ich im Futsal bin, kenne ich irgendwie diesen Namen. Und Sebastian, da kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, es gibt echt super traurige Nachrichten für den westfälischen Futsal. Und zwar ist Jürgen Witwer, ehemals FC Gütersloh Futsal, Futsal Freaks Gütersloh Futsal, Grün-Weiß-Langberg, glaube ich, hießen sie, unabhängig davon, wie es genau hieß. Aber der ist jetzt vor kurzem verstorben. Und warum ist das traurig? Nicht nur, dass ein Mensch stirbt, sondern also erstmal, ich hab noch wirklich vor wenige Tage, bevor er verstorben ist, mit ihm telefoniert, wegen der Geschichte Stützpunkt in Westfalen und wollte mal anhorchen, weil er sehr, sehr im Jugendbereich vernetzt ist. Und eins muss man sagen, also auch wenn ich hoffe, dass es in der Bundesliga für so eine Person aus dem Futsal auch hier und da vielleicht noch eine Schweigeminute gibt, vielleicht wäre das hier mal eine Anfrage daran, ob man da was macht. Weil, eins muss man wissen, weder Gabriel Oliveira, noch Fuad Agnima, noch Sandro Jurado Garcia hätte der deutsche Futsal kennengelernt, wenn Jürgen Witwer nicht gewesen wäre. Der hat diese Leute entdeckt und an den Futsal gebunden, also diese Spieler. Also der deutsche Futsal hat mit zwei aktuellen Nationalspielern hier Jürgen Witwer auch in der Hinsicht zu danken.
Und als Vertreter des westfälischen Futsals traue ich umso mehr, weil er einfach auch auch wenn er hier und da sicherlich auch mal eine andere Meinung hatte. Aber das ist halt so im Futsal, das ist halt auch so, wenn man Charaktere hat. Aber es ist ein ganz wichtiger Vertreter gewesen, damit in Ostwestfalen wirklich der Futsal, so wie er Fuß fassen konnte, auch Fuß gefasst hat. Und deswegen eine sehr traurige Nachricht, ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Boah, echt nicht alt, ne? Ja, da hätten noch mal locker 10, vielleicht 20 Jahre draufkommen können. Ja, das dazu. Ja, dann danke nochmal für die ausführliche Leistungsdarbietung und auch damit auch den Respekt da an solche, ja, Pioniere. Und die gehen dann eben auch jetzt über die Zeit, auch über die Jahre, die der Futsal schon braucht, die verschwinden halt, ne? Die verschwinden nicht nur aus Desinteresse teilweise, sondern auch durch solche traurigen Schicksale. Am Ende fehlen sie aber. Warum auch immer. Und Jürgen hätte ja noch 20 Jahre was machen können, jetzt rein vom Alter her. Ja, Ja, bis sie, ist 87, ja, aber gebremst. gut, kannst du, nee, die wäre immer noch Gebremst. gegangen irgendwie. Wenn du fit bist, kannst du immer noch Das vielleicht ein gibt beim paar. Verband Leute, da denkst du, die sind schon 90. Das stimmt. Also. Ja, okay. Ja. Gut, jetzt natürlich aus dem traurigen Loch, wir hätten es vielleicht direkt als erstes machen sollen, aber lass uns einfach die Liste weiter durchgehen, ist am einfachsten. Es kam nämlich dann, ich habe selber per Zufall auf Facebook eine News von Fupa gelesen aus dem Kreis Alzey-Worms. Sagt mir halt erstmal per se gar nichts. Aber die Überschrift war Absage Futsal-Turnier. Und man hat dort anscheinend nur eine Handvoll interessierten Teams für die Futsal-Meisterschaft finden können. Und man hat es deshalb abgesagt und direkt auch so Hater-Kommentare darunter. Ja, wenn ihr mit dem Futsal weitermacht und der Scheiß und so, ne? Das ist natürlich blöd. Du bietest dann die Plattform einmal für die Hater, aber es waren eben auch dann gute Zusprechungen dabei. Ja, die sagen, es liegt nicht am Futsal, es liegt an der Borniertheit oder dass ihr es nicht versteht oder auch mal was Neues. Aber traurig trotzdem, dass immer noch jetzt Turniere abgesagt werden, zumal, wie siehst du das, sechs Teams? Ja, dann mach doch. Ja. Aber jetzt, ich will nur mal kurz nochmal, jetzt nochmal eine Brücke schlagen zu dem verstorbenen Jürgen Wittwer. Er ist zum Beispiel der Hauptverantwortliche dafür, dass der einzige Fußballkreis in Westfalen, Gütersloh, ist der einzige Fußballkreis, der in den Junioren komplett Futsal spielt im Winter. Und zwar komplett nach allen Futsalregeln. Achso, So, ich also wollte gerade nicht sagen, mit. es müssen ja alle in Deutschland danach spielen, aber nicht alle nehmen die Regeln, ne? So Ich genau. kann dir sagen, ich fahre jetzt gerade in Westfalen durch die Kreise, gucke mir die Hallenkreismeisterschaften an, wegen der Sichtung für die U19. Und der einzige Kreis ist Gütersloh, der vollständig in den B- und A-Junioren, unter anderem C-Junioren etc., vollständig nach Futsalregeln spielt. Und zwar wirklich, also bis auf die Spielzeit, aber Ball, Tore, Torwartregel etc. pp. Und dafür war auch Jürgen Wittwer verantwortlich, weil der das im Kreis dort extremst gefördert hat, extremst gepusht hat. Und bis heute nachhalt. Kein anderer Kreis in Westfalen, und ich bin mir ganz sicher, viele, also die Mehrheit aller Kreise in Deutschland machen es nicht. Und das ist auch wieder etwas, wo man dann diesen Verlust mit Jürgen Wittwer auch nochmal auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall nennen muss. Weil er da wirklich nachhaltig dafür gesorgt hat, dass man jetzt dort Futsal spielt in dem Jugendalter. Ja. Naja, auf jeden Fall, hier waren nur fünf Teams. Ich habe gerade mal den Artikel aufgerufen. Fünf Teams aus vier Clubs haben sich gemeldet, weil der Aufwand hätte nicht im Verhältnis zum Ertrag gestanden. Okay, na, also viele Teams im Futsal sind eigentlich keine Zuschauer in der Halle und wir spielen trotzdem. Also ganz ehrlich, was ist der Aufwand für so eine Meisterschaft außer Zeit? Also dafür noch nicht mal viel. Lade Teams ein, einen kleinen Pokal besorgen wir in 5 Minuten. Okay, Ja. go. Also, Ja. was brauchst du jetzt mehr für ein Basisturnier? Ja, Schiedsrichter, okay, ist auch schnell organisiert. Das war's. Und dann kommen die Teams und eine Also, Halle. Naja. am Wochenende in Salzkotten bei dem Kreis Paderborn Hallenkreismeisterschaften in Salzkotten B-Junioren. Und ich kann dir sagen, das Turnier, also ich habe mich dahingestellt, habe mir so jedes Team angeschaut, so gut es ging. Und ich habe die Turnierleitung nicht gefunden. Die gab es nicht. Es gab nur Schiedsrichter, die da rumgeturnt sind. Keinen Verantwortlichen gefunden. Entweder sie haben sich gut versteckt oder saßen irgendwo in der Tribüne. Ich habe mich dann einfach tribünentechnisch an die Seite gestellt und mir die Spiele angeschaut. Aber das war wirklich Organisation Minimalprinzip. Also wirklich. Also
zwei Schiedsrichter, die da rumgelaufen sind. Naja, so geht das auch. Also man kann locker ein Turnier machen Natürlich, ne? anscheinend Ich hab, mit zwei Schiedsrichtern ich bin einfach. gerade nochmal im Artikel, das lese ich jetzt gerade hier. Da steht in diesem Artikel von der Allgemeinen Zeitung, keine Ahnung, woher die jetzt ist, da steht jetzt nochmal: Als Publikumssportart setzte sich das körperlose Futsal auch nicht durch. Oft wurden die schwierigen Regeln als Grund für die Reserviertheit genannt. Darunter war die Kumulierung der Fouls. What? Das ist Komplex. eines der besten Institutionen, die es da gibt, ist die kumulierte Foulregelung. Ey, Ja. Mann, wenn man ein bisschen, also ich habe ja das in den Lehrgängen gemacht, wenn man ein bisschen nachdenkt als Fußballtrainer, dann weiß man, was das kumulierte Fouls grundsätzlich zu einem besseren Verteidigungsverhalten führen. Und jetzt denken wir noch einen Schritt weiter, wenn die Verteidigung besser ist, auch besser die Offensive fördert. Also die Offensive muss auch besser werden. Ne? Also in der Hinsicht hast du durch die kumulierten Fouls so viele geile, gute Entwicklungs- und positive Effekte auf den Fußball. Aber so weit denken die nicht. Die denken nur, haben halt im Futsal in diesem falschen Wording, was ich bis heute immer noch ganz, ganz, ganz stark auch verurteile, das Wording Futsal ist einfach grottig. Man hätte es einfach Hallenfußball nennen Ja, müssen. Oder Fußball in Halle. da sind wir schon weiter, ne? So. Hallenfußball total. Dieses Fremdwort macht es fremd und Leute haben einfach keinen Bock auf Fremdes. Es ist fremdenfeindlich gegenüber dem Futsal. Es ist einfach eine Fremdenfeindlichkeit. So ist das. Okay, dann haben wir als nächsten Punkt, das sind schon jetzt die großen Themen, die kommen. Und zwar ein Artikel, der hat auch so ein bisschen für Aufsehen, wenn man so nennen will, auf jeden Fall für ein bisschen Feedback in der Futsal-Community gesorgt. Und zwar war das Interview von Josip Kasic, richtig, ne? Von Walldemdorf, der dort bei FUPA und damit ja auch für eine große Leserschaft aus dem Fußballbereich hier sich doch dann recht ausführlich mal über den Futsal geäußert hat und da so ein paar Zitate jetzt auch bringt und dass halt Futsal irgendwie jetzt schon ein bisschen wächst, aber dann doch irgendwie eigentlich sehr verhalten ist und da auch ein bisschen Kritik natürlich streut. Ja, okay. Also Futsal-Bundesliga war aus seiner Sicht auch der richtige Schritt in die richtige Richtung, aber ja, seitdem ist halt auch irgendwie, und da muss ich mir auch zustimmen, ja, es steht halt irgendwie. So richtig große Schritte macht's nicht. Ja, aber come on. Hat das jemand erwartet? Mal ganz ehrlich. Ja, also der DFB Wer ist, in den tollen PowerPoints, die da präsentiert wurden wenn man sich vom von den Marketing Beratergesellschaften verarschen lässt, da, dann ist das so. Also ja. wenn man keine Ahnung vom Marketing hat, dann lässt man sich halt blenden. Darum geht's. Es ist einfach nur ein Blenden am Ende gewesen, wenn man es aus der Hinsicht sieht. Also naiv sollte, also wer jetzt sagt, da hat sich nichts entwickelt oder sonst was, vielleicht war das ein bisschen zu naiv. Ne? Du hast damals immer gesagt, ist zu früh die Bundesliga und so weiter und so fort. Bist sogar heute noch sicherlich hier und da argumentativ auf der Seite. Aber man muss einfach sagen, einerseits muss man es realistisch einschätzen und da weiß man einfach, dass es stagniert bis, ja, ich will nicht sagen rückläufig ist, zumindest von den Zahlen her. Aber qualitativ auf jeden Fall gut für den deutschen Futsal. Das auf jeden Fall. Also die Qualität des deutschen Futsals hat zugenommen, finde ich. Und was man noch mit einbeziehen muss in die Reflexion des aktuellen Status quos, dass wir während Corona gestartet sind und zwei Corona-Saisons mehr oder weniger noch irgendwie, also jetzt in der dritten Saison das erste Mal so ein bisschen ohne Corona-Effekt noch spielen. Auch das ist ein wichtiger Faktor, den ich auf jeden Fall noch als bedeutsam ansehen würde. Genau. Ich würde es aber auch nicht so hart sehen, nicht so scharf sehen. Aber dennoch würde ich nach dieser Saison mal abrechnen, was auch ganz wichtig ist, weil dann hat man 3 Jahre Bundesliga und das ist eine gute Sequenz, um mal zu reflektieren. Er sagt auch noch hier nochmal zu dem Interview, dass, oder was dort nochmal steht, genau, ja, dann nochmal auch spannend, auch Jugend, ne, dass sich da gerade im Jugendbereich da einfach zu wenig tut und hier Zitat, aktuell fehlt aber dieser Nachwuchs und auch eine Strategie von DFB und Landesverbänden. Das haben wir hier auch immer mal wieder diskutiert. Es gibt kein Manifest. Es gibt, wo wollen wir da hin? Warum machen wir das? Und das ist total lieblos, gar nicht gesteuert. Es wird einfach irgendwas gemacht. Und er nennt auch hier, Josip Kasic, nimmt auch nochmal die erfolgreiche Verbandsarbeit aus Frankreich
als ein Referenzpunkt, den man doch nutzen könnte, um zu schauen, wie es deutlich schneller und erfolgreicher geht. Ja, und da könnte man dann halt mal schauen, weil wir, und das sagt er hier eben auch, seit mehr als 3 Jahren im Stillstand stehen. Und wenn man sich dann Frankreich anschaut, dann haben wir wirklich Stillstand, eher Rückschritt. Also relativ zu Frankreich. Ja, aber das, wie gesagt, das Erkenntnisse, die haben wir schon auch Ja, schon gut, haben gut. wir auch gehabt, aber das ist cool. Aber das ist ja ein Spieler, Ja. der ja eigentlich auch, man könnte ja argumentieren, gut, der Spieler ist noch völlig geblendet von, ich bin Spieler, cool, und hier, ich habe hier eine Halle und ich habe mein Training, und eigentlich ist aus Spielersicht ja alles super, weil er hat ja erstmal seinen Spielbetrieb. Also er hat ja kompetitiven Wettbewerb und reist rum und es wird bezahlt, und er kann seinen Sport leben und kann das machen. Also könnte man sagen, ja, Was eigentlich soll, könnte er zufrieden sein, genau, aber ist er was auch soll ich, nicht. ja genau, und das, was können wir jetzt also ich bin ja ein Freund der Gegenthesen, auch wenn ich absolut verstehe, was da nachvollziehen, also ich kann das absolut nachvollziehen, ich würde auch tendenziell sagen, da hat er nicht ganz Unrecht, aber als Gegenthese kann man sagen, dass Weidendorf natürlich dieses ganze Rattenrennen ordentlich mitmacht und auch Spieler, also Spieler kauft ohne Ende und damit auch andere schwächt und so weiter und so fort und somit auch den deutschen Futsal in der Breite sicherlich, sagen wir mal so, nicht immer den besten Dienst leistet. Das muss man auch mal hart sagen. Also wenn man mal ein Gegenargument haben will, dass man sehr leicht sowas in den Verband immer verurteilen kann, aber Community ist was anderes, wenn man mal Weidendorf hier und da in den, ich sag mal, in diesem Rattenrennen betrachtet. Na? So, hart gesagt, zugespitzt. Also liebe Weidendorfer, ich mag euch trotzdem. Ich will es nur mal als eine Gegenthese bringen, dass man hier auch immer Selbstverantwortung trägt. Und nur weil man jetzt Spitzenreiter ist, heißt das jetzt nicht, dass man da immer super verantwortlich umgegangen ist mit allem. Also die haben auch Rattenrennen mitgemacht. Und ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, von den 180 Folgen, die wir jetzt haben, sicherlich 4, 5, 6 über dieses Rattenrennen gesprochen haben, dass das dem deutschen Futsal nicht gut tut und auch der Bundesliga und auch insgesamt nicht. Und vielleicht sollte man sich das nochmal anhören, damit man die Argumentation, die ich jetzt hier mit einbringe, besser versteht. Aber unabhängig davon hat er nicht Unrecht. So, um es jetzt nochmal wieder zu drehen. Na? Genau. Schön auf jeden Ja. Fall, dass da so ein Interview eines Spielers dahin gefunden hat, und er ist jetzt 34, hat noch ein paar Jahre natürlich als aktiver Zeit, aber wäre natürlich schön auch, wenn sich solche Spieler dann um Jugend oder halt auch darum kümmern, einfach ein eigenes Team aufzumachen und dort in die Breite zu gehen. Ja, also, Josip, go, go for it. Jo, genau. Und dann wir müssen noch ein Manifest schreiben, genau, wie das kommunistische Manifest von Karl Marx, ne? Nur ein Manifest des deutschen Futsals. Vielleicht brauchen wir das. Nein, Vision, Strategie, was auch immer, Masterplan. Wir haben darüber gesprochen. Und auch das ist etwas, wo wir ankreiden. Klar, bis heute. Ne? Und bin gespannt. Ne? Also, wie gesagt, man könnte jetzt hier Futsal und Gesellschaft, man könnte Demokratisierung. Gleichheit, Integration, dann haben wir ein bisschen Manifest nach Karl Marx im Futsal. Gut. Ja, So, erzähl mehr, was gibt's noch so? dann gab es, ich hatte noch einen, bevor wir zu den zwei Themen Baller League und Podcast Weilimdorf kommen, was ich jetzt mal als den Hauptthemen sehe, vielleicht noch Regionalliga natürlich, war ja auch noch. Ich hatte doch vergessen. Ich glaube, es gibt eine Initiative bezüglich wieder Futsal für Olympische Spiele. Wer hat mir das denn hier geschickt? Ich suche gerade. Aha, ich Clemens hab's auch. Burmeister ist immer so natürlich ein erster Impuls. Ja, ja. Grüße Clemens. Irgendwas war noch. Also irgendeine Gruppe formiert sich da jetzt wieder Futsal olympisch zu machen. Glaube ich. Ja, wie so häufig. Wie so häufig und eigentlich wie es immer im Vorlauf zu den Olympischen Spielen passiert. Und meine Theorie ist weiterhin, Futsal ist leider von der Teamgröße zu groß, und du bekommst nicht mehr so viele Hallen. Also du müsstest eine neue Halle bauen, nur damit du einen Hallenwettbewerb da mehr reinpacken kannst. Dort spielt dann eben ja auch Handball, Basketball, Volleyball in diesen Hallen. Und dann das bekommst du in den Rahmenterminkalender von so einer Olympischen Spielen ja wahrscheinlich gar nicht rein. Plus die Unterbringungen, und deshalb sind natürlich auch solche, man fragt sich manchmal, warum Sportarten wie jetzt Skateboard oder so da reinfallen. Naja, ganz einfach, es sind erstmal wenige Sportler und du kannst die Spielfläche, den Ground, den die Sportler benötigen, die kannst du irgendwo hinbauen, und das ist nicht teuer. Und das ist natürlich sehr total vorteilhaft, da wohingegen Futsal total teuer ist in der Präsentation und der Realisierung. Ja, Ja. und die Verbände rechnen, hast du schon recht. Und vielleicht hat es was damit zu tun. Ich
Bin mir aber sicher, wenn man es wollen würde, könnte man es machen. Auf jeden Fall. Man würde einen Weg finden. Und wenn es in die Sommerspiele geht und dann draußen auf dem Gummiplatz, fände ich auch geil. Futsal draußen. Aber hier im Sinne des Manifests gerade, dass es nicht gibt und dann jetzt hier olympisch, Proletarier aller Länder, vereinigt euch im Geiste des Futsals und macht den Sport olympisch. Ja, So, also. jetzt spielen ja die Spanier bei uns, die wünschen sich das ja ganz intensiv. Ja, super, genau. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu einem der Hauptthemen, die mich auf jeden Fall sehr, sehr freudig gestimmt haben. Das, oder eins davon auf jeden Fall, nämlich der Podcast von Wallimdorf. Ah, Ich finde ja. das ja super, dass die Jungs dort das aufziehen, denn auch ich kann mich nun endlich mal als Konsument einfach zurücklehnen Ja, fand und ich auch einfach cool. während der Hausarbeit im Auto einfach Futsal, Infos konsumieren, sich Gedanken darüber zu machen, reflektieren. Jetzt weiß ich endlich, wie es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen immer geht. Ja, und deshalb freut mich das total, weil Content ist Content und das ist Gold, gerade im Audiobereich. Hast du den auch durchgehört? Ja, natürlich. Also ich habe mich ja gefreut, dass da, also ich habe mir auch jedes Mal den Hot-Podcast durchgehört. Und es gab ja diesen Team-Talk auch schon mal bei Weilimdorf, nur dann irgendwie sogar mit Video, also mit Gesichtern. Also ja, ich habe es mir angehört und es war interessant insgesamt. Tja, was hast du denn so daraus zu berichten? Was war für dich interessant? Ja, war ja erstmal gewohnt von Wallimdorf gut produziert. Also erstmal gute Tonqualität. Das kenne ich von sehr vielen Podcasts halt anders. Ja. Von daher war das wirklich gute Tonqualität. Wahrscheinlich, weil jetzt auch der Daniel Nützel, Michael Bachmann und der dritte, so genau habe ich zugehört, waren Wir ja finden, wahrscheinlich vor Ort ich sag zusammen. dir den Namen gleich, Ja, ich kann bitte das nicht. sag. Ja, such mal, genau, such mal parallel nochmal. Sorry, habe ich jetzt. Das ist der sportliche Leiter gewesen, glaube ich. Das Richtig, war ja, der echt den kenne ich persönlich noch nicht, die anderen beiden kenne ich ja persönlich. Schöne Grüße. Von daher war Genau. das dann einfach, sich zu merken. Ist, Genau. ich fand von den Themen her wirklich interessante Ansätze. Und in der ersten Diskussion, da ging es darum, jetzt Winterpause, wann geht's weiter und auch Modus der Liga. Und auch dort wurde nochmal erwähnt, dass wir halt nichts in der Bundesliga, es gibt keine Preisgelder für Platzierung. Somit fehlt ja eigentlich der Anreiz, auch weiter zu investieren. Und Wallimdorf hat es auf den Punkt gebracht, nämlich, warum sollte man eigentlich vom Sommer bis zur Winterpause, also in der Hinrunde, schon teure Spieler holen? Also im Prinzip reicht ja, wenn man zurückschaut, reichen 5, 6, 7, 8 Punkte, Ich glaube, da haben sie sich um vertan. Ich habe mal vielleicht ein recherchiert. Du bisschen brauchst weniger. schon, also Nee, die haben vier, haben die nicht vier 12 gesagt und im Podcast? 15. Da bin ich ja Bachmann, hatte vier oder gesagt, das sind so ein paar Ja, mehr, das war ne? schon, also das war So, nicht 10. nachgeschaut. 10 wahrscheinlich, ne? Oder was war so da? 12 müssen es schon 12. sein. So, du brauchst 12 Punkte, aber ne, es war ja halbserie Also, gerechnet. wenn der Relegationsplatz war einmal 5 Punkte und der andere war 9 Punkte, also komm auf Genau, über dann durch 10. 2, weil zur Halbserie, dann bist du ungefähr bei den Punkten. Ja, so So, ja. ungefähr. So, also du brauchst ja wirklich, das ist schon ein interessanter Ansatz, dann zu sagen, ja, vielleicht halte ich einfach ein, zwei Transfers in der Hinterhand, die ich eben, und das ist natürlich dann ein großer, das haut ordentlich in den Konto rein, wenn ich diese Kosten da spare für die guten Spieler und mir die dann erst zur Rückserie holen, weil man hat das ja schon jetzt clever auch vom DFB gemacht. Es geht halt nicht, dass ich die komplette Hauptrunde mit einem Team B spiele und dann erst für die Playoffs dann noch mal ganz viel verpflichte. Ja, aber weißt du, was mir in den Sinn kam, als die darüber gesprochen haben? Das ist alles so ökonomisch. Also, das fand ich so weit weg von der Futsal-Liebhaberei in dem Moment. Da hat man einfach nur durchgespielt, wie man das als Geschäft macht. Und das, irgendwie habe ich mir dann auch die Frage gestellt, ist das der Grund, warum die auch dieses Rattenrennen mitmachen? Ich weiß es nicht. Oder gemacht haben. Es ist ein Geschäft und das war ein Geschäftsgespräch. Das hat mir nicht so gefallen. Also zumindest ist es bei mir so rübergekommen. Immer nur diese ökonomischen Werte. Genau, aber aus ökonomischer Sicht, wenn man Geld und Punkte zusammenrechnet, klar hat er recht. Ja, also ist in Ordnung. Kann ich verstehen. Aber ja, Anreizsystem, wie gesagt, wir haben auch schon drüber gesprochen. Manchmal stelle ich, also bei den Podcasts habe ich mir häufiger die Frage gestellt, ob die unseren Podcast gehört haben vorher und sich die Punkte daraus nochmal aufgezogen haben. Aber war interessant zu dem Punkt. Hast du recht. Auch das mal aus dem Munde des aktuellen Spitzenreiters zu hören. Genau, und ich als Ökonom, natürlich, das ist für mich Ja. spannend, deshalb bist du ja hier auch als ausgleichendes Element, Sebastian, als Futsal-Philosoph, das macht das ja dann doch schon sehr fruchtbar, unsere Diskussion, weil ich dann natürlich sehr, sehr, ja, das sehr interessant fand, diese ökonomischen Perspektiven, aber ja, ist natürlich nochmal ein Punkt da mehr in das sportlich
sportwissenschaftlich auch reinzugehen und auch in das moralische, philosophische. Naja, Ja, das machen wir dann ja. einfach anders. Dann kam es auch noch mal ja, zur Streaming-Diskussion. Ja, warum halt einige Teams streamen, andere nicht. Ja, dann war jetzt, es ging auch darum, warum hat Weilendorf jetzt nicht gestreamt am Wochenende, vergangenen Spieltag, weil einmal, und das ist wirklich hart, der DFB hat ja der Liga jetzt weitere Highlight-Spiele versagt, die zugesichert waren. Und das wäre total wichtig gewesen, mit Boden, mit Kamerateam, so wie damals HSV gegen Pauli, Kommentator, das war zugesichert und es kommt jetzt nicht. Das ist also schon eine signifikante Kürzung für die Vereine, weil weiterum, wir stellen ja erstmal die Rechte trotzdem zur Verfügung für die Liga und der DFB hat die Rechte und jetzt sagt er, ja, nö, machen wir nichts damit. Ist schon auch ein vertragliches, irgendwie Vertragsbruch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ja schon von uns zugesichert war, dass ihr hier unsere Rechte bekommt. Wir denken daran, 2 Wochen bis 2 Wochen vor dem Spiel hat der DFB die Verwertungsrechte. Ja, also auch das kostet ja was, dann kann ich doch nicht einfach das Konzept ändern und absagen. Und dafür fand ich's, habe ich es gefeiert, was Weidendorf gemacht hat, dann machen wir keinen Stream jetzt. Anderes Argument war, ja, die anderen Teams wollen nicht. Und da muss ich ja ganz vehement widersprechen, weil das ist wirklich nur die halbe Rechnung, dass ja, die Teams das nicht wollen. Ja, und da bin ich ja, das haben wir hier auch schon mal thematisiert, manche Vereine haben einfach Ehrenamtler per Glück, einfach per Zufall. Und dann Nötzelt, der hat super viel organisiert, der ist halt per Zufall dem Weilimdorf zugefallen. Ja, und der organisiert das dort alles. Mit dem fällt und steht da alles. Nicht alles, aber vieles, was er da gemacht Vieles, hat. ja. Super umtriebiger, junger Mann, ohne Familie. Wir haben es mehrfach diskutiert. Wir, Also bei eine Familie Fortuna, hat er wahrscheinlich, aber keine Frau ja, und keine Kind. Kinder, nicht so in diesen, Genau. wo wir auch bei Fortuna alle sind. Alle haben, alle, die da so in unserer Gruppe sind, haben alle Kinder und die sind alle kleine Kinder. Ja, Ja, wir sind genau. in dieser Lebensphase, wo es total schwer ist. Da machen wir jetzt einen Stream, ja, so mal locker. Und ja, das ist so ein Punkt. Zweitens, halb gedacht ist, ja, welchen Input liefern andere Vereine? Auch Bielefeld hat lange keinen Stream gehabt, jetzt haben sie einen. Wir haben keinen Stream, aber ganz ehrlich, du bist hier im Podcast, ich bin hier im Podcast. Also wir tun ja wohl was für die Präsenz. Ja, natürlich. Aber was ich auch ganz spannend finde, ich habe mich auch gefragt, es fragt man sich ja, welche Mannschaften machen keinen Stream und so, Fortuna, aber du erläuterst ja schon, allein der Generationskontext und der Familienkontext ist super wichtig, weil ihr habt ja, wenn ich mich recht erinnere, ich kann mich noch an die letzten beiden Regionalliga-Saisons erinnern, immer gestreamt. Also bei euch konnte man immer Livestream sehen, in der Regionalliga, aber irgendwann sind dann die entscheidenden Personen, wie du schon sagst, kriegen dann Kinder, Familie, sind eingespannter und dann ist das halt jetzt gerade nicht das Allerwichtigste. Gerade. So. Und wie du auch schon richtig erwähnst, ist das dann damit verbunden, dass es in Weilendorf beispielsweise dann ja tatsächlich auf den Daniel größtenteils zurückzuführen ist und der hat die Muße, die Power, die Energie, die Zeit und eben noch keine Kinder und Familie, die halt sonst priorisiert werden. Und das ist selbstverständlich. Die werden bei mir, bei dir priorisiert und bestimmte Aufgaben kann man daher nicht übernehmen. Und mal auch mal als Beispiel, dass wir uns nicht kümmern. Wir haben jetzt schon einen im Verein, der aus der dritten Mannschaft, und der hat es angeboten, das mal zu machen und hat es bei der dritten auch mal gemacht, irgendwie gestreamt. Und ja, im Gespräch, na, wie stellst du es denn vor? Mach mal ein Konzept. Ja, wie Konzept? Warum brauche ich das? Naja, wir müssen ja absichern. Also wir können jetzt nicht anfangen und dann wieder einstellen. Weil dann ist natürlich auch das Argument, ja gut, ihr könnt es ja doch realisieren. Warum jetzt nicht mehr? Was ist los? Ja, also wenn man es macht, muss es nachhaltig sein und auch abgesichert sein. Dann meine ich, ja, okay, mit wem machst du das? Ja, mit meinem Sohn, 8 Jahre alt. Okay, was ist denn, wenn ihr krank werdet, dein Sohn krank? Ja, dann kann ich nicht kommen. Ja, meine ich, dann können wir das alles auch lassen. Also es ist ja nicht nur, dass du jemanden brauchst, der das mal einmal machen will. Du brauchst jemanden, der dir 9 Spiele absichert. Und dann halt auch noch die Technik absichert und das alles organisiert und aufbaut. Und das kannst du entweder bezahlen, das machen einige Vereine, oder du hast diese Ehrenamtler. Tja, das kann halt nicht jeder Verein, das hat nichts mit Wollen zu tun. Naja, Ja, ich glaube, da bist war du ein jetzt auch bisschen. natürlich getriggert, ne? Weil dein Verein betroffen ist. Und ja, ich fand es einerseits auch interessant, wie die es argumentiert haben, Boykott und wollten einfach damit zeigen. Also ich glaube nicht, dass das bei allen angekommen ist, außer man hört den Podcast. Aber kommt sonst, also da müssen sie aber auch darauf vertrauen, dass jetzt hier die Futsal-Community den Podcast hört von denen. Sonst kommt das nicht an, dass sie einen Boykott machen. Das stimmt, das hätte man schon weiter streuen können. Das machen wir jetzt, machen Sie selbst im Podcast. Wir sind hilfreich. Wir sind Live-Ticker kann ich nicht Multiplikatoren. verstehen.
Also, weil Live-Ticker machen ja auch die meisten anderen Vereine, auch wir. Also, warum jetzt den Live-Ticker deswegen nicht macht, war ein bisschen unverständlich, aber gut, deshalb machen wir heute auch keine Spielanalyse. Ja, Daniel, aber was ich sagen will, mit den Live-Ticker, da bist du ja ein Riesenfan von. Ja, es gab aber eine Instagram-Story, die haben sie gemacht. Also, das ist ja der moderne Live-Ticker, ne? Die Ja, okay. Instagram-Story, so. Also, daher würde ich schon sagen, den Live-Ticker haben sie aus meiner Sicht abgedeckt. Ich denke nämlich, dass mehr Leute Instagram-Story verfolgen als den Live-Ticker bei Fußball.de. Und am Ende steht da auch dann, wer die Tore gemacht hat. Also, im Nachgang steht das da ja, ne? Wird ja von den Schiedsrichtern eingetragen. Das stimmt. Tja, Ja, Daniel. dann war auch nochmal, es kommt natürlich gleich auf die Baller League, weil da war dann auch ein interessanter, auch nochmal hier das Argument, sollte man nicht die Baller League mit bekannten Spielern spicken, aber das Thema kam noch hier auch im Podcast, fand ich spannend und auch gut, nehmen wir gleich mal für die Baller League mit. Und dann gab es wohl ein Tops-Turnier, wenn ich es richtig verstanden habe, in Stuttgart und auch mit vielen Balkan-Kickern, Futsal-Kickern und man hat dann in Weilimdorf erst sich anmelden lassen. Und dann anscheinend gecheckt, oh, Futsal-Bundesliga, haben wir die ausgeladen? Also, und alle anderen Teams spielen auch mit Futsalspielern vom Balkan, die, und das war jetzt auch im Podcast, kam heraus, qualitativ auch besser sind als manche Weilimdorf-Spieler. Boah, das fand ich natürlich, also das ist ja schon unterirdisch da von diesem Veranstalter und jetzt ist ja gar nicht Futsal gegen Futsal, also das ist ja Futsal gegen Futsal, das ist was ganz Neues. Ja, wie gesagt, es ist auch kurios, dass das erst hätte funktionieren sollen, dann ausgeladen. Spannende Geschichte ist jetzt, ich weiß nicht, inwieweit da Parallelen zur Hallenstadtmeisterschaftsteilnahme des MCA in Bielefeld waren. Aber wie du schon sagst, kurios. Es ist kurios, mit meinen Worten dich wiedergegeben. Ja, dann hat auch noch, auch Michael Bachmann hat auch natürlich trotzdem gesagt, wir müssen aber die andere Seite sehen, da doch an welchen Punkten der DFB schon gut liefert, auch über die Jahre in Futsal-Bundesliga, fand ich auch wichtig, das immer wieder zu betonen, dass man nicht nur drauf rumhackt. Ja, die Jungs und Mädels da beim DFB, die im Futsal engagiert sind, sind ja auch, haben auch intrinsische Motivation und wollen das natürlich auch voranschieben, die Sportart. Sie kommen ja auch teilweise aus dem Sport wie Christian Sauer und Dennis Bessel, die da rum noch rumoperieren. Und dann fand ich auch mal wichtig, auch in so einem Podcast dann immer mal wieder auch zu sagen, nee, da kommt schon was, auch die Bundesliga, da wird was gemacht, gibt Schmerzpunkte, das muss man diskutieren, auch kritisch. Gibt andere Sachen, die laufen schon dann okay, laufen gut. Fand ich also da auch gut austariert, immer mal von Michael Bachmann. Ich habe da mal eine Frage an dich, Daniel, die ein bisschen jetzt gerade außerhalb der Thematik ist. DFB und inwieweit darf der DFB Spieler beraten? Zum Beispiel bei Spielerwechsel oder bei Transfers. Ich frage dich mal, wäre es in Ordnung, wenn der DFB seinen Nationalspielern empfiehlt, zu einem bestimmten Verein zu wechseln? Wäre das aus deiner Sicht in Ordnung? Wenn der DFB sagt hier zu Suat Ak, so ich nehme mal ein Beispiel, zu Ja. Suat Ak, hey, Aha. geh mal nach Weilimdorf, dann bist du auch relevant für die Nationalmannschaft in Zukunft. Ja, eigentlich darf er Was das ja meinst offiziell nicht. Eigentlich hat er Neutralitätsgebot, oder? du? Bitte, was für ein Gebot? Das nochmal für die Zuschauer? Neutralitätsgebot. Also er muss ja nicht, also die Genau. Trainer und die Funktionäre müssen sich ja neutral verhalten, weil am Ende sind ja die Vereine wiederum die Mitglieder des DFB oder der Landesverbände besser gesagt, oder die Kreisverbände, Landes und so weiter. Und da darfst du natürlich jetzt keine Tipps gegen oder für den anderen aussprechen. Wieso ist das passiert, oder? Nein, nur hypothetisch. Nur hypothetisch, Daniel. Wollte ich mich, weil ich denke, ich dachte gerade an diesen Fall und es kam mir in den Sinn und wir machen das hier alles situativ und live. Aber ich frage mich einfach, was wäre, wenn der DFB bestimmten Spielern sagen würde, du solltest dorthin wechseln, damit es in der Nationalmannschaft für dich fruchtet. Und das ist eben der Punkt. So, wenn es das gegeben hätte, Daniel, dann ja. Am Ende kannst du dem, gibt es ja keine konkrete Regel, ne? Ist halt Grauzone. Ist aber diese Das ist eine Grauzone, ist eine ethische, ethische, ne? Das moralische ist eine Dimension. Genau. ethisch-moralische Diskussion. Macht man das? Und aber ich denke auch justiziabel, wenn es nachweisbar gewesen wäre. Weil du sagst schon, Neutralitätsgebote, das hat auch ein. Ja, wenn kein Geld fließt, schwer. Also, wenn Ja, der Tipp genau. wirklich innen drin, also wirklich der Trainer oder der Manager oder wer auch immer ist intrinsisch davon, aber sagt, du, das ist der richtige Schritt für dich. Dann kannst du ihm Genau, es ist. nichts, meine ich. Ja, aber stell dir vor, der Spieler fragt den DFB-Trainer und fragt, hey,
Ich habe ein Angebot von den und den. Welchen Verein würdest du mir empfehlen? So, darf der DFB-Trainer einen Ausschlag geben? Darf er etwas sagen? Oder sagt er einfach, das obliegt nicht ihm, er muss sich Ich zurückhalten? würde sagen, er dürfte es, wenn er es strukturiert tut. Also wenn er sagt, okay, was ist für dich wichtig? Wie willst du dich weiterentwickeln? Willst du dich technisch? Okay, dann würde ich den Trainer empfehlen, weil der ist technisch besser. Wenn du der Torwart bist und willst irgendwie Beintechnik, ja, geh hier Cleverson Pelch, Bielefeld, der ist Brasilianer, der kann dir das irgendwie beibringen. Ja, willst du gerne Pivot lernen? Ja, dann geh, würde ich sagen, hier in Regensburg, weil da ist vorne Marquinhos, kannst du dir viel abschauen. Ich glaube, sowas wäre wahrscheinlich schon möglich. Genau. Aber das müsste halt wirklich auf dieser Ebene stattfinden, also an einer neutral, fast wissenschaftlichen, wie sagt man das, Genau. Diskussion, also wirklich ein Abwägen dann, aber Und natürlich kein einiges im Bauchgefühl. Konjunktiv. Er darf kein Bauchgefühl geben, vielleicht. Rhetorisches Konjunktiv, würde man vielleicht sagen. Genau, weil es schlussendlich sonst eine Empfehlung ist. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eine Beratung. Eine Beratung empfiehlt nicht, sondern reflektiert einfach und sagt, wenn du das willst, wäre das vielleicht eine Idee, wenn du das willst, wäre das eine Idee. Genau, und deswegen nur hypothetisch, und ich habe nie gesagt, dass das passiert ist, und wenn es passiert wäre, dürfte ich es nicht sagen, wie weit darf ein Trainer da Einfluss nehmen, als Nationaltrainer Okay, aber das war jetzt beispielsweise. nicht mit dem Podcast in Verbindung, oder? Also das habe ich jetzt gar nicht rausgehört, Nein, dass nein, du das kam mir gerade. gerade nur in den Ah, Sinn. Ich okay. dachte, ich mache mir ein Fass Ja, der auf. Futsalphilosoph will auch mal eine philosophische Debatte führen. Ich kann es ja Ja, verstehen. Es war jetzt genau. sehr Es ging, es ökonomisch. ging, also genau, der Podcast ist auch so ökonomisch von Weilim doch gewesen. Von daher wollte ich mal dieses Fass aufmachen. Okay. Mal wieder so eine Diskussion, wo es nicht richtig und falsch gibt. Aber wenn wir eh im Bereich Ethik sind oder Moral, ich Ja, fand ein bitte. ganz tolles Thema auch, war Abstellung von Spielern für den DFB und besonders, wie entlohnt man die Spieler? Und das fand ich wirklich auch nochmal gut herausgearbeitet. Die Thematik hier, ja, die bekommen einfach nichts. Oder der Arbeitgeber, ja, der bekommt dann so eine Entschädigung. Aber ganz ehrlich, wenn der Arbeitgeber sagt, du bekommst keinen Urlaub bezahlt, dann, was ja auch schon super, also bezahlte Urlaubstage sind halt super wertvoll, weil das ist halt deine Freizeit. Die kannst du eigentlich fast gar nicht mit einem Preis bemessen. Oh Und ja. dann also, okay, wir machen unbezahlten Urlaub, aber selbst das ist ja erstmal ein super ätzendes Signal gegenüber dem Arbeitgeber, ja, weil damit haust du ihm ja auch ins Gesicht, ja, ich mache jetzt hier unbezahlten Urlaub. Muss der Arbeitgeber auch nicht komplett frei immer und überall genehmigen? Du hast ja auch einen Vertrag, also du hast ja schon einen Vertrag, deine Arbeitsleistung aufzubringen, kannst du nicht sagen, ich mache jetzt ein halbes Jahr Sabbatical und bin hier weg, unbezahlt. Also auch kritisch und ja, dann stehen die Spieler halt da. Und am Ende führst du ja auch die Spieler in eine wirklich moralisch-ethische Diskussion mit sich selbst. Wie weit gehe ich für diesen Futsal? Ich will ja, aber kann ich das? Und vielleicht pusht man sogar die Spieler in diese Konflikte mit den Arbeitgebern. Und Ja, dann, aber. also fand ich gut und das fand ich echt schwer. Und es gibt keine Lösung, ist echt nicht gut gelöst, finde ich, so wie es jetzt Daniel, läuft. du musst auch eins noch berücksichtigen, dass die Leistungsträger der Futsal-Nationalmannschaft jetzt nahezu alle Väter sind. Die haben Kind und Familie. Arbeit, Existenz ist ein großes Thema. Wenn du eine Familie hast im Background, die, ja, sagen wir es mal, ganz altmodisch ernährt werden muss. Und daher ist das ein brennendes Thema. Und der Futsal entwickelt sich in der Hinsicht, dass man sich jetzt natürlich für viel mehr Spiele auf einmal qualifiziert, viel mehr Aufwand betreiben muss, Reisen, viel mehr Aufwand. Und das geht jetzt gerade konfliktär mit der, ich sag mal, der privaten Entwicklung, Familienentwicklung der Spieler. Nimm Meier, nimm Söser, nimm Fuad Aghnima, nimm Gabriel Oliveira. Die haben alle Frau und Familie. So, also. Oh, das ist auch mal ein guter Punkt. Diese Das Freizeit alles wird andere. wichtiger einfach, ne? Wird wertvoller. Ja, und einfach, dass du entgeltlich dafür was kriegst. Die machen sich Gedanken, was ist nach der Futsal-Karriere oder kriege ich jetzt schon so viel, dass ich, ne? Und die können gar nicht Druck auf ihren Arbeitgeber machen, die müssen eigentlich den Arbeitgeber mehr oder weniger treu sein, wenn der DFB das nicht kompensieren kann für die. So, und Und auch so Edge da. Cases, so Dran-Themen wie Selbstständigkeit, war ja bei Lukas Sepp das Problem. Ja, Ja, so dann, genau. ja. Hast du keinen Arbeitgeber? Ja. Entlohnen wir nicht. So, what? Ja, Also, aber diese Entlohnung ist ja geringfügig. Das ist ja gar, hat nichts mit 1 zu 1 oder kommt noch sonst was. dazu. Kommt noch Genau. dazu. Genau, eigentlich müsste man sagen, der DFB muss das Gehalt einmal dem Arbeitgeber zahlen, aber auch den Spielern. Also,
für Kompensation. Ja, für, man kann halt die Freizeit kaum kompensieren, aber trotzdem zumindest macht halt Aber ein Huni oder ein Zwei-Huni, macht halt einfacher, Daniel, das Ganze zu verkaufen vor der Familie. jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, um die Diskussion mal ein bisschen zu erweitern, um auch mal ein bisschen reflexiver zu werden. Denn das kommt im Weilimdorf-Podcast und die sind natürlich in der Hinsicht, ja, die sprechen aus einer privilegierten Situation. Die bezahlen ja ihren Spielern über welche Wege auch immer richtig Kohle. So. Und die verlieren Geld, wenn die Spieler dann beim DFB sind. Die verlieren Geld in dem Moment, wenn die dann noch irgendwie parallel arbeiten für den Bachmann oder sowas. Und deswegen finde ich das interessant, dass hier ist, das ist auch absolut politisch, was sie da in dem Podcast machen. Ne, das muss man auch berücksichtigen. Andere beschweren sich halt nicht so. Ne? Einerseits haben sie auch nicht so viele Nationalspieler. So, aber die sind ja selbst betroffen als Verein dann. Auch entgeltlich, zumindest der Bachmann, wird da betroffen sein als Arbeitgeber. Ja, also auch das muss man mal reflektieren, wenn die sowas raushauen und rausposaunen. Gleichzeitig muss man reflektieren, dass da, und jetzt haue ich mal was aus dem Nähkästchen raus, was ich so gehört habe, dass es da demnächst Veränderungen geben muss, weil die Spieler auch anscheinend eine Unzufriedenheit haben. So, es gibt eine Unzufriedenheit. Und bin gespannt, wie der DFB darauf reagiert, denn Budget ist jetzt nicht endlos da, aber vielleicht kann man ja das von den fehlenden Streams und sonst was, kann man ja vielleicht jetzt dafür einsetzen. Wobei jetzt, auch das musst du verbinden, Daniel, ne? Also es gibt viel mehr Länderspiele und viel mehr Zeitaufwand dafür, also für die Nationalmannschaft. Das kostet viel mehr Geld insgesamt. Jetzt könnte man sagen, man muss ja die Trainer und so weiter bezahlen und was auch immer man noch für den Campus an Miete sich selbst zahlen muss. Das ist ja auch teilweise lustig, was die Verbände sich selbst dann immer für ihre eigenen Ressourcen bezahlen. Und das heißt, das Futsal-Budget hat dann vielleicht auch gerade nicht mehr das Geld für die Streaming-Leistung. Also, das kann sein. Also, ökonomische Zwänge, vereinfacht gesagt, führen gerade dazu, dass Fragezeichen entstehen auf vielen Ebenen. So. Und deswegen auch das Gefühl, es geht nicht voran, weil man einfach nicht das Budget erweitern oder erweitert. Vor allem nicht, wenn man von Finanzkrise beim DFB spricht. Ne? Genau, ja, aber das ist der Punkt. Also der Punkt noch, aus welcher Position man schlussendlich berichtet vom Weilimdorf und dann halt das zur Reflexion beiziehen. Dann hat man da vielleicht auch nochmal so eine Einschätzung, wie gewichtig das alles ist. Ne? Gut, aber das ist doch schon mal. Also genau, dann war der Podcast eigentlich war ein guter Start. Ich habe aber auch gemerkt, 1,5 Stunden ist echt lang, weil wir selbst immer so lange machen. Also ich würde auch gerne wieder unseren Podcast kürzer machen, weil ich jetzt gemerkt habe, schade ist dann zu unterbrechen, aber klar, man freut sich auch wieder, muss ich auch sagen. Ich habe unterbrochen, weil ich dann irgendwie zu Besuch war und dann, ja geil, kann ich wieder weiterhören. Also man freut sich auch so ein bisschen, weil zu viel Auswahl haben im Podcast, in der Podcast-Welt ist wie bei Netflix. Also wenn du eins fertig gehört hast, dann hast du schon die Entscheidung, Mist. Was höre ich denn Ja, jetzt? ich bin jetzt nicht so der krasse Konsument, was Ja. das angeht. Ich habe mich einfach gefreut über den Podcast. Und was man noch erwähnen muss, es wird ja, wie Michael Bachmann zum Abschluss des Podcasts auch nochmal erwähnt hat, also ich habe es ganz e zum Ende gehört, also auch ganz wichtig. Ich bin ein Fan gewesen in diesem Moment. Nein, ich war einfach interessiert. Und es soll ja eher ein Vereinspodcast werden. Es wird sich nicht nur um Futsal drehen, es wird auch um andere Abteilungen gehen. Und in der Hinsicht werden sich jetzt vielleicht nicht alle Futsal-Liebhaber auf diesem Podcast extremst freuen, in Zukunft, weil es halt voll viel, wahrscheinlich auch noch andere Themen gibt. Ne? Aber vielleicht können Sie das ja so machen bei YouTube, dass man da so kapitelweise vorgeht, dass man weiß, wo ist das Futsal-Kapitel, wo machen die jetzt gerade den Spieltag oder sonst was oder reden über die Futsal-Abteilung. Das wäre für uns Futsal-Liebhaber dann ganz toll, wenn Sie da so wie nennt man das, Kapitel einbaut. Ne? Ja, Das wäre doch gut, das weil es stimmt. gibt ja, also. Ich höre mir die Podcasts ja meistens Ein über guter meinen Punkt, YouTube ja. an. Genau. Ja, liebe Weilendorfer, macht das doch. Dann haben wir Futsal-Freunde auch da Bock Top, drauf. genau. Der Mich interessiert Podcast halt heißt nicht auch die. TSV Weil im Dorf. Also wer ihn jetzt sucht, Genau. irgendwie kann auch mal Genau. gerne in die Shownotes packen, dann finde ich gut, ja. Ja, gut gemacht auch. Also ich will auch nochmal da kurz ein Kompliment aussprechen. War auf jeden Fall gut gemacht und auch interessant. Ja, macht weiter so. Letztes Thema, Baller League, also Regionalliga können wir gleich nochmal schnell drüber gehen, aber erstmal Baller League. Für alle, die jetzt nicht drin sind, gibt es zwischen doch noch ein paar Zuhörer, Baller League, also kommt von der Kings League aus Spanien abgeschaut, wird von Mats Hummels und Podolski als Initialgeber wurde die organisiert. Worum geht es? Es geht um 7 gegen 7 auf dem sogenannten Halbfeld, kenne ich aus Brasilien, ist dort sehr häufig, also wirklich irgendwie eine Mischung zwischen Futsal und Großfeldfußball, wird Indoor gespielt. Und was ist der Clou? Der Clou ist einmal, dass man Influencer über die Teammanager- und Teamtrainerposition reinholt,
Soll jetzt irgendwie in den deutschen Calcio Berlin, nee, Beton Berlin, glaube ich, ist Felix Lobrecht dabei. Und Contra K oder einem anderen Team ist der Knossi, dann der Teammanager. Und man packt eigentlich Amateurspieler zusammen. Plus, naja, altgediente Stars. In der Kings League waren das so Namen wie Ronaldinho oder auch Pirlo. Ja, hier sind es eher, gestern war es Contento, mal ehemals Bayern, oder Leitner. So, die habe ich jetzt gesehen, die ich jetzt auf den ersten Blick gesehen habe. Also die packt man zusammen in die Teams, zeigt dann immer auch diese Influencer, wie die coachen. Das war in Deutschland jetzt ganz gar nicht, hat gar nicht stattgefunden. In Spanien war das viel präsenter, weil die sollen ja letztendlich die Aufmerksamkeit ziehen. Man will sozusagen die Influencer sehen, wie sie über dieses Spiel reden. Und das ist der Entertainment-Gedanke, gar nicht die Qualität des Spiels. So, und genau, man kann sich also Spieler ziehen in einem Draft. Das ist so eine Art festes Team, was man am Ende zieht. Und das sind halt irgendwelche Spieler aus Oberliga und Regionalliga Fußball. Und dann kann man auch immer Wildcards wöchentlich so Profis oder wen man halt möchte mit reinziehen. Und jetzt war eben Pavlos Wiegels mit dabei als Torhüter bei Beton Berlin im Team von Contra K und Felix Lobrecht. Ja, und deshalb bin ich jetzt irgendwie auch darauf aufmerksam geworden und habe mir das angeschaut. Willst du erst deine, hast du Spiele gesehen von der Baller League? Ja, genau. Ich habe mir das Spiel zwischen dem Beton Berlin und dem Gegner von denen. Ich kann mir den Namen gar nicht merken. Genau, das Timbo, habe war ich das mir Timbo oder war angeschaut. das das andere Team? Ist gar nicht mehr. Ja, Egal. irgendwie, ich weiß nicht. Aber mir wurde ja gesagt, dass Pavlos Wiegels dort im Tor steht. Also habe ich mich da interessiert mal rangesetzt. Und ich muss sagen, nach den ersten 3 Minuten dachte ich, was tue ich mir hier gerade an? Also, ich habe mir das Ja. ganze Spiel angeschaut und dachte, echt Spielstil und Qualität. Also, das hat überhaupt nicht Erwartungen zufriedengestellt in Sachen Tempo, Technik, Strategie. War das, also, ich hätte nicht, war, also wirklich, einen Tag vorher war ich bei einem halben Kreismeisterschaftsding, das war besser. So, ich fand den Ball nicht passend für den Boden, der sprang mir zu hoch, die Technik war nicht gut genug. Es waren zu viele Spieler auf dem Platz. Also, wenn man Futsal gewohnt ist und diesen schönen Sport Futsal sieht, anspruchsvoll, dann war das eine relativ geringe Qualität an Spiele. Gleichzeitig muss ich sagen, vom Event-Charakter gefällt mir jede Autoball-WM oder Wok-WM von Stefan Raab besser. Also Das stimmt, viel da ist auch besser. Stimmung. Da war Der, gar keine Stimmung in der Halle. Das war einfach eine genau, leere der, Soccerhalle ey, sozusagen. warum haben die nicht Stefan Raab beauftragt, das mit Hummels und Poldi zu machen? Das wäre ein geiler Boah, Event. das stimmt. Der hat's drauf. Also der weiß, wie man sowas aufzieht. Und das macht ja nur sein Unternehmen mittlerweile noch, diese ganzen Geschichten. Ne? Also er macht das ja selbst gar nicht mehr großartig. Also, und das einerseits, also Qualität und so weiter fand ich relativ gering. Also hat mich nicht angesprochen. Ist jetzt harte Kritik, spricht wahrscheinlich andere an, aber es geht ja auch eher um diese Influencer-Kacke, die mich auch nicht anspricht. Gut, aber dann, ja, dann dieser Mangel an Wettbewerb. Also nochmal, da mit, also das war nicht Ronaldinho, die da gespielt haben. Das war, also hat mich das interessiert. Insgesamt, weil das war ja auch dann, ich fand auch die Regeln, die da auf einmal kommen mit, ich Manu weiß Fischer nicht. war auch noch dabei. Das Spiel habe ich nicht gesehen, aber ist mir nur eingefallen gerade. Genau, Ist genau. auch in einem Team. So. Ja, aber Bekanntheit der Spieler ist auch noch ein Punkt. Fand ich jetzt auch nicht attraktiv, muss ich sagen. Also, ich glaube, Christoph Kramer war Trainer bei irgendeiner Truppe, Ja. aber sonst, das war es auch so. Der bekannteste Spieler, wie du Hans schon Sapai sagst. war noch dabei, aber ja, Ja, das sind als alles so, das ist Trainer. so, das ist Fußball C-Prominenz, so ist das eben. Ja, und insgesamt, wenn ich das mit der Kings League vergleiche, und da habe ich mir nämlich auch mal ein Spiel angeschaut, fand ich das irgendwie bei der Kings League attraktiver, weil Weltstars dabei waren, unter anderem. Da war wirklich diese, ich sag mal, die Spitze und dann auch der Amateurfußball zusammen. Und ich fand es technisch deutlich anspruchsvoller dort, weil man, ich glaube, dort auf richtigen Rasen gespielt hat, bei der Kings League. Wenn ich, aber nee, auch auf Kunstrasen, aber anscheinend irgendwie, also der Kunstrasen in Deutschland war, entweder war es die Technik oder sie hätten Weißt du, vielleicht einen was meine Fußball Theorie ballen ist, nutzen können. warum das in Spanien besser die Qualität? Also ich fand es auch unterirdisch, so viele Fehlpässe und auch Schüsse oben an die Decke. Also war Das war so wirklich grauenhaft. langweilig, das war so langweilig. Richtig langweilig. Und meine Theorie ist, warum es in Spanien eventuell besser klappt, weil in Spanien spielt ja jeder erstmal bis 14 Futsal, spielt als Hobby Futsal und es gibt dieses Halbfeld, wie auch in Brasilien. Das gibt es einfach. So. Das heißt, die Spieler sind an diese Größe gewöhnt. Deshalb sind die viel effizienter und deshalb sieht das auch besser aus. Nur hier ist es ja totales Gebolze und es gibt auch noch Abseits.
Ja, und das mit dem Abseits, was jedenfalls genannt wurde, ist, weil ansonsten würde man ja immer einen Spieler vorne hinstellen, der wartet. Wenn du dir nur einmal Futsalspiele anschaust, dann siehst du, wie schwer es ist, den Ball dahin zu platzieren. Auf dem kleinen Spielfeld, da Ja, abseits. bis der Ball ankommt, da muss er genau auf dem Fuß landen, Ja, dann noch ja. annehmen, also verarbeiten und Schuss. Bis dahin ist der Defensivmann da. Ja, Ja. so, das ist also nicht so, dass dann einer vorne stehen bleibt. Dieses Abseits ist furchtbar. Dadurch verhinderst du ja jedes Spiel in die Tiefe und ja, also furchtbar. Das ist meine Theorie, Ja. dass eben die Spanier, die Amateurkicker, viel mehr mit der Besser Feldgröße, sind. Besser ja, sind einfach. die sind einfach besser, ja. Also Und einfach besser. Also zumindest mein, vielleicht ist es auch jetzt verzerrend, weil vielleicht Vorrunde schlechter ist als die Finalrunde, was auch immer da passiert. Weil vielleicht haben wir aus der Kings League, habe ich da ein Finalspiel kann auch gesehen sein, oder ja. so. Ist ein guter Punkt, Ne? ja. Also dann können es auch meine persönlichen Vorlieben sein. Ne? Also ganz wichtig, Ja, was aber für die mich sind ja zählt. random gepickt. Ja, Also aber eigentlich einfach darf es vom nicht passieren. Gesamteindruck. Wenn ich hier die Qualität und Stil und den Wettbewerb und die Bekanntheit der Spieler bemängle, kann das natürlich sein, dass das für mich langweilig ist insgesamt. Für andere kann das absolut faszinierend sein, weil die Spieler vielleicht auch kennen oder irgendjemanden da rumlaufen sehen. Ne, für Ja. uns war Pavlos Wiegels der bekannteste. So, also keine Sau kannte den wahrscheinlich. Und achso, was soll ich sagen, ja. Deswegen hat man unterschiedliche Erwartungen und Interessen und das beeinflusst natürlich auch die Wahrnehmung und ja auch den Unterhaltungswert für mich. Und für mich war es so, dass ich mir kein weiteres Spiel anschaue. Das ist Zeitverschwendung für mich. So, das sage ich ganz knallhart. Es Das gab ja war auch noch die Challenges, langweilig. die haben wir noch gar nicht erwähnt. Also 3 Minuten Oh. immer vor Ende jeder Halbzeit gibt es dann Challenges. Ich fand Ja. 3 gegen 3 mal ganz okay. Aber dann war Ja. dieses 1 gegen 1, aber das habe ich auch gesehen im Insta-Kanal von der Border League. Das wurde von allen zerrissen, dieses Seitenbolzen, so kenne ich das von früher. Also wirklich katastrophal. Und was war das andere noch, die andere Challenge, was man dann gemacht hat? Mini-WM, wo die auf einmal mit allen Mann, einer muss ein Tor schießen, wo alle Ah auf ja, und einmal. auch noch One-Touch und sowas. Ja, One One-Touch Touch war auch noch, geil. Ich dachte, das ist jetzt genau. schon schlechtes Niveau. Jetzt kommt One-Touch, euer Ernst? Und dann haben sie ein Tor gelten lassen, wo auch zwei Touch war, also Two-Touch war, also egal. Also dem war auch klar, Ach, dass das der habe ich noch Touch gar war. nicht mitbekommen. Oh Ja, Gott. das war ja nur noch Flugbälle und dann irgendwie versucht zu Ja. kontrollieren. Das war auch, das Tor war ganz schön, aber es war insgesamt, also die sollten sich überlegen, den Ball kleiner zu machen, vielleicht sogar einen sprungreduzierteren Ball. Vielleicht kann man, also die haben doch so viel Kohle wahrscheinlich, dass sie auch irgendwie einen eigenen Ball kreieren können, der ein bisschen sprungreduziert ist, weil das war einfach kein Rasenfußball, was die gespielt haben. Es war zu eng. Ja, und Unterhaltungswert ist halt immer subjektiv. Ja, und ja, ich glaube, das kannst du dir gut angucken, mit Freunden, wenn man einfach gar nicht interessiert ist am Sport, sondern einfach nur quatschen will und labern will. Ja, wenn du halt den Knossi sehen willst und der halt irgendwas labert, aber das Genau, war ja das gar meine nicht, das ist ja gar, jedenfalls bei Twitch, war das überhaupt nicht präsent. So ich. Ja, dieses, das war ich so. glaube, das könnte sogar ganz lustig sein, wenn so Knossi was erzählt oder so ein Hans Sapai oder sowas, ne? Aber das ist Genau. ja gerade nicht passiert. Ja. Ja, das war einfach insgesamt, fand ich, von der Promotion dort, die davor, da dann irgendwie auch vorher und jetzt währenddessen, ja. Fand ich Ja. nicht. Ich meine, es waren immerhin 54.000, wo ich geschaut habe. Ich habe gehört, davon waren es 114 bei Twitch Online. Man sieht das ja. Das ist natürlich starke Reichweite. Ja, Und super. was mir aufgefallen ist bei Pavlos Wiegels: erstmal, er war nicht gut. Ja, liegt vielleicht am Tor. Aber jetzt, dann ist mir wirklich was aufgefallen, wo ich mir denke: krass, ist das wirklich so, wenn man als Futsal-Torwart wieder in dieses Fußball-Setting geht, dass direkt auch im Unterbewusstsein der Muskeln, diese Muscle-Memory, dass man auf seine alte Fußball-Moves geht. Denn da war eine Szene, da steht er erstmal viel zu tief. Dann rennt er raus und im Schuss bewegt er sich noch und macht aber auch nicht die Kreuzstellung, sondern macht Nein. das, was alle Fußballteute machen und fliegt dann so mit offenen Beinen dem Ball im Schuss entgegen. Also, Daniel. ey, Du, ich das finde machst das du ja doch nicht in toll, der Futsal-Bundesliga. dass du sogar unter den Bedingungen Pavlos noch unter Gefecht hier nimmst. Also den wirklich auch nochmal jetzt hier einen Nee, ist mitgibst. nicht Pavlos schuld, also nee, ist ja nicht gegen Pavlos. Es ist halt so Nein, nein. spannend, dass er Ja, anscheinend ja genau. unbewusst auf alte Technik umswitcht. Ja, aber ich fand es gar nicht, ich fand eher schon, ich habe das schon Futsaltechnik gesehen, vor allem hat er den Kniefall wieder gehabt bei einem Tor, auf 5 Meter Tore. Es war natürlich auch spannend, dass Ja, den dann der kannst du Ball nicht mehr einfach. abtrainieren. Das könnte man sagen, kann man sich nicht mehr abtrainieren vielleicht, ja. Die Ja, gut. Kniefall, der Kniefallsyndrom geht weiter. Ja, ist halt so. Also, hat er doch gerade, ne? Das war er, ne? Und Philipp hat es ja abgelegt.
Genau, also das Kniefall-Syndrom hatte der dort auch. Ansonsten hat er viel mitgespielt und ich finde, er hat keine schlechte Figur gemacht. War jetzt nicht an der Niederlage schuld. Das war einfach, also ich finde es auch, ja, man muss sich vielleicht dran gewöhnen, damit Das man war doch das. eine Katastrophenpass. Da kam doch noch das Gegentor, Ah, wenn er da da war, spielt. kam der, also ganz ehrlich, im Futsal wird der Ball, ist man pressingresistenter, man mit dem Ball mit der Sohle an und hält seinen Körper zwischen und dann wartet man, bis der nächste Passlinie Ja, kann entsteht. auch sein, ja, das stimmt. Und das war futsalspezifisch. Ich finde, da kann er nichts machen, aber dann, da kommt der Kniefall, glaube ich, in dem Moment. Ja. Ja, nee, aber Wie gesagt, ich glaube, er hat schon Futsal gespielt. schade fand ich es halt, ich weiß nicht, bei Manu Fischer dann später war, aber bei Pavlos wurde nur von seiner normalen Vita, wenn überhaupt, was erzählt. Aber Ja. Futsal findet Nein. überhaupt nicht statt. Ich frage mich, haben die kommentieren ein Nein. Futsalverbot? Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass man nicht mal annähernd Futsal ins Spiel bringt. Ein Zwischenkommentator, als nicht gespielt wurde, auf so einer Couch war das der eine. Der hat mal ganz kurz gesagt, ja, hier sind ja viele verschiedene Spieler dabei, hier vom Beachsoccer, Futsal. Also der hat das dann in dem Kontext gebracht, aber Ja, so im, frei. Aber ja. die gescripteten Sachen, wo du einfach dann guckst, was ist Vita und so weiter, da steht nichts da drin. Also das ist eben der Punkt. Auch der Das ist Kommentator halt, nicht. ja, das ist Konkurrenzprodukt, Daniel. Das ist, ne, Das also man merkst du, spricht ja. bei, also Aldi redet auch nicht von Lidl in der Werbung. Und, so, da machen es Okay, zumindest. gut. Das leckt jetzt ein bisschen der Vergleich, aber okay. Ja, ganz schlecht, aber du Beachsoccer weißt, wurde was ich. erwähnt. Sogar mit hier Robben Rostock. Ja, hier der Spieler, der spielt Beachsoccer bei Robben Ja, Rostock. vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht macht da Manu Fischer irgendwie ein geiles Ja, Tor. das wäre gut. Vielleicht hat er das Weilimdorf-Trikot drunter und zeigt es dann oder was auch immer. Sollen sie machen. Ja. Ich fand es insgesamt, also ich fand es, ist nicht mein Geschmack. Es ist nicht mein Geschmack. Vielleicht jetzt den Switch zum Ende auf Futsal bringen. Was ich mir vorstellen, was ich hoffe, was passiert, dass die jetzt feststellen, boah, wir können da gar nicht kicken. Warum sind wir so schlecht? Okay, wir brauchen Input. Wir brauchen Leute, die auf engerem Raum spielen können. Pavlos, wer macht bei euch Trainer? Ja, und dass die sich jetzt hingehen, Manu, warum kannst du Futsal? Wer ist Trainer? Hol jemand ran. Es geht doch gar nicht darum, Daniel. Ja, Da aber geht wäre es doch doch gar geil. nicht Nee, ist doch darum. mein Wunsch. Ja, dein Wunsch, ja. So, Okay. mein Wunsch, wie diese Baller League doch noch für den Futsal erfolgreich sein kann. Das ist ja das, was wir uns hoffen. Also wie können wir an den 54.000 Zuschauern partizipieren? Mehr als nur, dass dann vielleicht einmal steht Pavlos und Manuel Fischer Futsal. Sondern wirklich, dass die sagen, hey, ich will jetzt, wie spielt man auf diesem Feld besser? Und sich dann in die Vereine gehen, die Trainer ranholen und denen mit den Spielern reden. Die Spieler dann merken, in diesem Turnier, krass, Futsal, da kann man ja irgendwie was draus ziehen. Das ist ja voll geil, ja, was man da so macht, was die wissen. Das ist ja was ganz anderes, eine ganz neue Welt. Ja, und dann anfangen darüber zu diskutieren und wie kommen die darauf? Das wäre natürlich was passieren könnte, was ich mir wünschen würde. Wahrscheinlichkeit, bin ich bei dir, ist sehr gering, weil das nicht der Anreiz ist, dieser Spieler. Der Anreiz ist ja, Fame zu zeigen. Ich will jetzt bekannt werden als Spieler dadurch. Ja, genau das ist es. Es ist eine Narzisstenshow am Ende des Tages. Es ist Show. Ja, es ist halt so. Meine Güte, das ist doch normal. Also wir leben in einer recht stark narzisstischen Gesellschaft mittlerweile. Kannst du Byung-Chul Han zulesen, der das wunderbar aufgeführt, philosophisch und argumentiert. Frag die Psychologen, die trauern auch schon in der Hinsicht stark. Aber was ich sagen will, ist, das ist wieder so ein Abbild der Gesellschaft, dieses Turnier. So, und da geht es nicht um verbesserte Spielqualität oder sonst was. Das wird einfach gefeiert. Ist eine Selbsterhöhung, das Turnier. Und es ist eine Blendung. Es wird geblendet ohne Ende. Es geht nur um Wording und was auch immer, Product Placement am Ende. Da springen halt wirklich noch, da springen Jugendliche drauf an, ja, weil sie halt noch nicht erwachsen sind und den Ernst des Ja. Lebens noch nicht kennengelernt haben. Also, und für mich ist Futsal da für Jugendliche wie auch für Erwachsene der deutlich attraktivere oder die deutlich attraktivere Version des Kleinfeldfußballs. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, dass da mehr Futsal-Expertise reinkommt. Vielleicht kann da Pavlos mal taktisch was machen. Aber hat er da wieder sechs, sieben Spieler, die da gegeneinander spielen? Ist auch wieder was ganz anderes taktisch. Da hast du den Ball, du hast immerhin einen Aus, aber der Ball ist auch elendig ewig im Aus. Also da kann der Ball helfen, dass der Ball nicht so häufig im Aus ist. Ja, wie gesagt, ich fand es interessant, dass Pavlos Handschuhe trug. Finde ich auch interessant. Ja, auch der Rückschritt in die alte Rolle ist. Also, wenn er das nicht macht, fragen alle, boah, warum hat denn der keinen Handschuh an? Genau, Ja, und ist dann, Futsal. ja genau, das, dann kriegst du so einen Denkprozess hin. Durch so eine Wahrnehmung, die dann da, was ist das? Ohne Handschuhe. So, ne? Immerhin hat er Joma-Schuhe angehabt, ist mir aufgefallen.
So, also die Futsalschuhe. Und Immerhin. ja, Ja, okay. aber wie gesagt, Pavlos konnte es auch nicht besser machen aus meiner Sicht, das Spiel. Und es ist halt nicht die Kings League. Man muss sagen, also im Vergleich zur Kings League, Boah, Qualität wie da. auch Bekanntheit, da muss noch, da fehlt's, da fehlt's. Also Ne? wenn da jetzt nicht einen Arjen Robben, einen Giovanna Elba, was aus Das ist jeder schon mal eine Generation Elf. mal so ein bekannter Gesichter, der ist schon viel zu alt, aber so ein Arjen Robben wäre halt geil. Ja, Warum solche nicht Spieler. Poldi selbst? Poldi Aber Poldi selbst? selbst, ja? Ja, Wenn, also, genau. die kommen bestimmt. Ja, Mats Ja, muss Hummels er. schon mal nicht, aber ein paar Spieler. Also geile Kicker aus seiner Generation, die einfach jetzt Ja, Ende ja. 30 sind, so einfach Asamoah mitzocken. oder so. Das wäre auch noch gut. Ja, Schon also, ja, auch alt. die, die halt selber ziehen, weil sie nette Persönlichkeiten sind. Also, die du auch sehen willst, Ey, nicht nur wegen Fußball. Mehmet Scholl bei diesen Dingen, Boah, ey. das wäre auch Der nimmt stark. alles auseinander. Nimmt alles Naja, auseinander, wenn der. Oh, der ist das auf dem stimmt. Boden. Also, ja. Aber zurück, ja, zurück zum Futsal. Mal gucken, wie es weitergeht, ob wir davon profitieren können. Das ist ja die spannende Frage hier. Mit alten Stars auch wird es mehr gehen. Setze deine Hoffnung nicht in die Ballers League. Nein, das stimmt, aber okay. Ja, gut, schaut es euch an, macht euch selbst ein Bild. Wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, das ist einfach persönliche Vorliebe, die wir ausdrücken, haben natürlich ein paar Argumente dafür. Aber was für uns langweilig ist, kann für andere faszinierend sein. Deswegen, ja, macht euch selbst ein Bild, schaut es euch an. Genau. Und ich würde sagen, mach noch Schnelldurchlauf Regionalliga. Vielleicht Oha, da gab es noch was, mach mal. die Ja. Highlights. Also lass uns, jetzt bin ich knapp bei einer Stunde 10 schon. Regionalliga West, deine Theorie, deine Oh ja, Vision. meine Wir kommen dem Vision. näher, denn der UFC Münster, der dreht die Liga. Jetzt gewinnen die schon 5-3 gegen Holzpfosten. Und jetzt kommen die nämlich schon auf Platz 3. Ja. Und ja, hat zwei Spiele hinten. Die können, das sind die Einzigen jetzt noch, die irgendwie. Ja, sehr glaubhaft. Ja. Futsal Panthers Köln hier in die Ich habe Quere fummeln könnten. ja, Münster. Habe ich sogar mir ein paar Informationen zugeholt, wie die spielen, ne? Auch wie sie schon die letzten Spiele gespielt haben. Die sind so ein bisschen in das alte Kemper-Spiel übergegangen. Wenn man führt, holt man den Flying Goalie raus. Oh. Ah, Ja. okay. Gut, erfolgsversprechend. Kann Ja. man sich natürlich als Futsal-Liebhaber darüber wieder diskursiv mit auseinandersetzen. Also hatte man gegen Gütersloh schon gemacht. Ja, und jetzt hat man halt gegen Holzhausen Schwerte gewonnen. Ja, und ist an den Panthers, wenn sie jetzt die weiteren Spiele gewinnen, dran. Und dann gibt es ja auch noch das Duell mit den Kölner Panthers. Das ist dann, wenn es normal läuft, Münster muss auch nach Wuppertal, die jetzt auch nicht ohne, ne? Du musst auch erstmal besiegen. Aber dann gibt es am 2.3., also 2. März, in Münster vielleicht einen Showdown um die Regionalliga Westmeisterschaft, weil da müssen die Futsal Panthers Köln zum UFC. Insofern der UFC seine Hausaufgaben macht jetzt, ne? Aber wenn man Gütersloh und Holzpfosten Schwerte schlägt, dann darf man sicherlich sagen, die sind in den nächsten Spielen auch Favorit und dann gegen Köln, da würde ich wahrscheinlich sogar hinfahren. Gucke ich mir sogar an. Ah, ja, Ja, kannst ist nicht so ein geiles versuchen kommen. Spiel. Münster ist schon nicht eine halbe Stunde. Dann fahre ich hin. Ne? Das war auf Also. jeden Fall spannend. Ja. Dann haben wir noch mal vielleicht Überraschung, schauen wir mal in die Regionalliga Nordost. Da waren sehr enge Spiele. Kaiserslautern schlägt jetzt Erfurt, die Thüringer, das Thüringer Duell. Damit ist Kaiserslautern jetzt erst. Boah, das wäre schon geil. Wenn Kaiserslautern in die Bundesliga noch mal als so bekannte Marke da mit Eher für Dominik dich am bekannt, Start. ne? Für dich bekannt. Das Ja, aber du war auch willst so. ja im Osten, das ist ja der Ja. Punkt. Du willst das ja, du willst ja Futsal in die ganze Republik strahlen. Ja, Und im natürlich. Osten sind halt diese Marken wie FC Kaiserslautern, das ist halt gefühlt Das ist gut. wie ein Bundesligist. Einfach von der Marke oder Zweitligist. Das ist halt die Marke, die dahinter steckt. Kannst im Osten, ist wie Spielen die echt Vitacola, dritte? ja? Spielen die Wie dritte Liga? Spielen die dritte Liga oder vierte? Ist das vierte Regionalliga? Liga. Dritte. Vierte? Vierte Liga. Oh. Also ich hatte Jena auch nochmal irgendwie als Zweitligist aus den 90ern oder sowas immer im Ja, Kopf. da waren ja auch Zweitligist, aber. Schon lange her, aber Hauptsache neues Stadion bauen. Es wurde gerade so ein riesen Tempel dahin gebaut in der Regionalliga, unglaublich. Riesenkontroverse, aber hier ist man oben. Ja, das ist natürlich geil, freue ich mich drauf. Dominik, der auch bei uns Ja. ja, mit dabei ab und zu. Von daher, ja, cool. Ja, bei Hertha ist ja auch irgendwie was gewesen, ne? Sollten wir jetzt nicht so viel kommentieren, aber da war irgendwas. Auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall noch Beschwerde, habe ich gehört, gegen die Wertung des Spiels. Naja, da waren ein paar Schiedsrichtersachen. Genau.
Sind wir Na gut. gespannt, sind wir gespannt. Auf jeden Fall, ich würde mich auch freuen, wenn Jena da mal in die Relegation kommt und dann gucken, was da passiert. Ich glaube auch, dass in diesem wie auch im nächsten Jahr es wahrscheinlich selten so leicht wird, in die Bundesliga aufzusteigen. Dieses und nächstes Boah, Jahr könnte ist sein. meine Empfindung. Ja. Nord hat nicht gespielt. Süd hat. Südwesten gibt es sich und dann haben wir Sorry, noch den. müssen es mal erwähnen, genau. Und Genau. im Süden gab es nur einen. Jetzt gab es einen ganzen Spieltag tatsächlich. Aber auch alle so enge Kisten irgendwie, ne? Aber da war jetzt auch keine Überraschung nach oben hin irgendwie da. Bin und Boys gewinnen. Sind weiter vorne vor TSV 1860 mit einem Spiel weniger. Wird eng. Also das sind die beiden, die hier kämpfen. Das ist an der Spitze auf jeden Fall sehr spannend. Jo. Genau. Die Münchner Teams werden es unter sich ausmachen. Was passiert hier noch als letzter Hessenliga? Mal gucken. Achso, da spielt ja die TSG Mainz. In der Hessenliga, die sind übrigens Erster. Genau. Christian ist Erster. Boah. Boah, wir haben die denn gespielt am Wochenende? Haben die gespielt? Ja, die haben gespielt. Der Christian hat wieder oh, 5 zu 4 gegen Dragons Bergstraße gewonnen. Und aber der Aufsteiger wäre dann der aus Hessen kommt. Das sind bisher Dragons Bergstraße. Man hat gegen den direkten Aufstiegsaspiranten da gewonnen. Labin Stockstadt war eigentlich auch immer oben mit dabei, sind aber dieses Jahr nur im Mittelfeld irgendwie. Ja, vielleicht guck mal in die Westfalenliga, was da gerade passiert. Das ist auch ganz interessant. Ja, da muss ich jetzt mal finden hier, weil Mal da gucken. steht immer in der App, ah, da haben wir sie doch, Verbandsliga, ja. Da ist oben der UFC Paderborn und der MCH2. Ja, kämpfen da um den Aufstieg, TV Verl auch noch dabei. Viele zweite Mannschaften sind ja hier am Start. Ich will aufmerksam machen auf das nächste Spiel. Und zwar, da geht es nämlich am Samstag, glaube ich, ist es schon, der TV Verl gegen den MCH2. Der Sieger, weil das ja eine Einfachspielrunde ist, hat die besten Karten für den Aufstieg in die Regionalliga. Also, wobei man auch sagen muss, dass da muss ich auch sagen, auch wenn ich beim MCH aktiv bin wieder, ob man damit leben kann, dass da auf einmal Petro Strickert und Fuat Akyem in der zweiten Mannschaft auf einmal mitkicken, weil sie ja spielfrei hatten. Ne? Die nutzen natürlich die zweite Mannschaft, um einigermaßen Ach, fit zu sehe ich bleiben. ja. Ne, aber ist ja legitim. Ist ja halt so, ne? Es ist legitim, aber ist halt schade, weil es schon eine Wettbewerbsverzerrung ist. Ne? Das ist halt der Punkt. Es müssen noch eh mehr aufsteigen. Also wenn ja Ja. zwei zurückgezogen, also müssen noch eh gucken, wie viele da jetzt, oder? Nee, stimmt, drei willst du wieder Ne, auf. drei, also du hast ja neun Mannschaften aktuell, zwei steigen ab und hast du drei Plätze frei, wenn du auf 10 aufstockst in der Regionalliga, dann Ja, müssten hast eigentlich aus jedem alle Verband Meister eine. direkt, müssten Stimmt. eigentlich, Ja. ja. Also hier Verl oder MCH. Ich denke, einer von beiden wird es machen. Mal schauen, ich bin gespannt. UFC Paderborn 22 zu 0 gegen Kann man mal SC machen. Bredela. Tut mir echt leid. Da Das ist schon. weggesenzt da. Das ist ja Gut. echt. Ja. Ja. Gut. Dann sind wir durch. Dein. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. War ein spannendes Gespräch heute. Und ein paar Neuigkeiten mal wieder rausgehauen, ein paar Diskussionspunkte aufgebracht. Ja, ich bin gespannt, was jetzt am Wochenende dann ja, in der Westfalenliga passiert, weil da ist ja das Topspiel. Aber ist jetzt, am Wochenende ist ja auch Bundesliga wieder. Genau. Wollen wir vielleicht noch tippen schnell? Komm, wir tippen noch. Ach Komm, du, deine Tipps, Daniel. die keinen Menschen interessieren. Da, die interessieren Kannst du alle. random Tipps machen? Ah ja, genau, hört sich kein Random Mensch an. Ja, Banden hier. komm, Regensburg Liria. Regensburg. Ich Du? sag Liria. Okay, Weilendorf, Bielefeld. Walimdorf? Weil im Walimdorf? Ach, stabil unentschieden. Hoffnung steht zuletzt. Düsseldorf gegen Paas. Ah! Ja, pass. Komm, Boah. Heimspiel. Wir müssen mal wieder punkten. Jetzt Ja. packen wir's, jetzt packen wir's. Ich Fortuna. würde auch sagen, Düsseldorf darf mal einen Dreier holen mal wieder. Dann SFC gegen Hott. Hot? Würde ich auch sagen. Und das letzte Spiel Pauli gegen HSV. Ja, das war Topspiel. nochmal ein Top-Spiel letzte Saison. Diese Saison wirklich, ja. HSV. Ja, HSV will das machen. Ich hoffe, es wird nicht zweistellig. Gut, Daniel, es war mir eine Freude. Jetzt können wir uns verabschieden. Ich wünsche dir und den Zuhörern eine coole Restwoche mit schönen Wochenende im Bereich Futsal und Familie, was auch immer. Gönnt euch, macht eine gute Zeit raus. Genau. Bis bald. Danke euch. Danke dir. Ciao.